Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Testet. Heute mal von einer anderen Lokalität, nämlich in Zusmarshausen am Sortimo Ladepark. Aber um den soll es hier gar nicht gehen, sondern darum, dass im Jahre 2022 ich etwas verändern möchte bei mir auf dem Kanal. Es gibt weiterhin die normalen klassischen Familienauto-Reviews, die ihr gewohnt seid, die ihr auch schätzt. Aber ich habe mir jetzt einen VW e-Up zugelegt, und zwar im Auto-Abo. Deswegen ist auch eine kleine Beklebung von Dear Mobility drauf. Da habe ich den Wagen gerade abgeholt, ein Neuwagen wohlgemerkt, und wir sind jetzt gerade auf dem Heimweg mit dem Fahrzeug. Aber was habe ich vor und warum drehe ich dieses Video? Es geht schlicht und ergreifend darum, E-Mobilität ist natürlich am Kommen, beziehungsweise ist schon angekommen bei uns in der Gesellschaft, aber nicht jeder hat die Möglichkeit, zu Hause zu laden. Ich beispielsweise nicht. Ich habe keine Wallbox zu Hause und ich habe auch keine Möglichkeit, bei mir am Arbeitsplatz zu laden. Heißt, ich bin ein reiner Öffentlichlader, und das möchte ich mit euch betrachten. Der Wagen ist 24 Monate bei mir, und die 24 Monate über möchte ich euch so ein bisschen aus dem Alltag berichten, immer wieder zwischendrin. Wie schlägt er sich denn so im öffentlichen Laden? Was kostet das Ganze eigentlich? Wo entstehen die Probleme? Vor allem natürlich auch, wie schlägt sich der VW e-Up eigentlich so im Alltag? Denn es ist mein Alltagsfahrzeug jetzt, ja, auch mit Familie tatsächlich. Es müssen Kindersitze rein, es muss was transportiert werden, immer mal wieder damit. Und ich mache damit auch meine ganz normalen Pendlerfahrten. Der VW e-Up soll ja jetzt auch demnächst wieder bestellbar sein, aber auch in einem, ja, eher beschränkten Kontingent, wohlgemerkt auch nur für die, die das Fahrzeug dann interessiert, werden wir natürlich auch ein klassisches Review zum Fahrzeug machen. Wir werden auch eine Verbrauchsfahrt machen bei Wintertemperaturen, bei Sommertemperaturen. Wir schauen uns das Ganze an, wie sich das Fahrzeug fährt. 40 Kilowattstunden Batterie ist ja hier verbaut, nutzbar knapp über 36 Kilowattstunden. Schnellladen geht mit dem serienmäßig hier verbauten CCS-Anschluss auch, aber eben nur mit maximal 40 kW. Das Fahrzeug ist voll ausgestattet, so wie er jetzt dann auch auf den Markt kommen wird, zu einem Einstiegspreis von knapp unter 27.000 Euro. Also für rund 17.000 Euro mit E-Auto-Förderung ist er dann erhältlich. Jetzt schreibt ihr mir aber mal unten in die Kommentare, was soll ich für euch beleuchten im Thema E-Mobilitätsalltag ohne Lademöglichkeit daheim. Oder was interessiert euch zum VW e-Up? Was interessiert euch allgemein für 2022 hier bei mir auf dem Kanal? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich bedanke mich jetzt schon fürs Reinschauen und eure Treue und wünsche euch einen schönen Tag von mir aus hier am Ladepark. Tschüss und Servus, euer Ubi.